Hallo, willkommen zur nächsten Folge von Pray for the Gods. Das letzte Mal. In der letzten Folge haben wir diesen Stiergott besiegt. Nach einem langen epischen Kampf. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und ja, hier unser nächster Gegner. Das ist das Federvieh, glaube ich. Mal gucken, heute ich mich aber auch darauf konzentrieren, ein bisschen Blut einzusammeln und da mal zu schauen, welche Gebiete ich jetzt noch nicht so erkundet habe. Na, nochmal nach den Karten suchen, oder? Die fehlen uns ja auch noch, die Karten von dem Gebiet. Was ist denn damit auf sich hier mit diesen den Teilen? Das war nämlich gemacht. Das ist für den Haken. Ach so. Ah, das sind solche Stellen, wo wir uns da hochhangeln können. Ah, da haben wir das Rätsel auch gelüftet. Die sind irgendwie verflucht oder was ist mit denen? Das war ja doch so, die tun uns ja schon wirklich was, greifen uns auch nicht so richtig an. Und sind hier nur auf diesem Gebiet bei dem Tempel. So, in welche Richtung gehen wir heute? Vielleicht gucken wir auch nochmal. Ja, auf jeden Fall erstmal hier wird doch noch irgendwas zu dem Gebiet von der Karten, von den Karten finden. Das würde mich immer interessieren. Hier nochmal eine Karte finden können. Und nochmal so eine kleine Tour hier lang. Was ist. Und wir dann wieder so in dieses Gebiet links drüben gehen, wo der vorige Boss war. Da habe ich auch das Fiedervieh irgendwo gesehen, ne? Das war da irgendwo. Und ah, vielleicht finden wir es ja dort wieder. Auf jeden Fall noch ein paar Sachen einsammeln. Da noch mehr mitnehmen, dass wir unsere Ausrüstung auch noch mal ein bisschen aufpowern können. Ich habe das Gefühl, das können wir brauchen. Weil der Boss ja doch irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den schon auch als erstes hätte machen können oder ob es direkt irgendwie eine richtige Reihenfolge hat. Welche man nun als erstes machen kann. Als nächstes wird es ja der zumindest vorgeschlagen, dieser. Ich glaube, das ist der Fliegende. Genau, hier hatten wir schon alles erkundet. Hier beim Arsch. Hier war das mit dem Speichern. Ne? Also schon. Ich glaube, es gab auch so mehrere Steine. Ich habe auch schon mal im hinteren Gebiet so einen Speicherstein gefunden. Ah, den Wind, den müssen wir nutzen. Hm.
immer schön Bären vermitteln. Hier war doch noch so ein Rätsel, was wir lösen müssen. Oh, ich guck erstmal hier rüber. Hier bin ich schon eine Schlange gelaufen. Hätte ich mal geguckt, aber. So richtig habe ich mir das Gebiet noch nicht angeschaut. Ah, komm, die klappt mal hier auseinander. Mit voller Kraft. Da rüste ich nur schon mal vorsichtshalber aus. Aber mal gucken, was jetzt. Welche Schiffbruch erleben. Mal irgendwas anschauen. Ist da irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Da hinten. Aber wir haben hier wieder diesen Gegenwind, da kommen wir nicht rüber. Wir fallen mal ins Wasser und dann ist es vorbei. Okay, hier hatten wir auch noch was im Rätsel gesehen. Ich will mir das nochmal anschauen. Mir ist da auch noch so eine Idee gekommen, wie wir uns vielleicht lösen könnten. Das ist doch so Opferschalen, würde ich mal sagen. Und da was machen können. Vielleicht ist es ja so. Was steht hier? Ein Stück Fleisch. Okay, vielleicht müssen wir das direkt opfern. Oder können wir ja auch noch andere Sachen reintun? Ja, wir bräuchten jetzt eigentlich das die Nahrung. Ach, ich verbessere die Fleisch nochmal. Und die Gelegenheit. Aber wenn ich das jetzt hier reintue, passiert dann was? Oder? So muss es etwas Bestimmtes sein, was da reingelegt wird. Das war's schon mal nicht. Aber vielleicht muss es ja wirklich dieses Stück Fleisch sein, was man da reingelegt hat. So, hier ist ja auch noch ein Stück Fleisch schon drin. Wenn das da was mit zu tun hat. Wie gesagt, war nur so eine Idee, hat ja jetzt nicht so funktioniert. Aber vielleicht geht es ja auch noch anders. Wenn ihr da was drüber wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. In welche Richtung wir jetzt unterwegs? Mal gucken. Ich schon wieder was verwenden hier. Komm, das ist ja viel zu viel. Klar. Hier hebe ich mir das nochmal auf. Hier. Ich kann mich noch so aufmachen. Ah, Vorzeigeffekt. Das sind die, die sowieso schon kaputt sind, kann man hier erstmal
Aufzaufen, sag ich mal. Hier ist auf? Nee. Jetzt ist das. Da kann ich meine Waffe irgendwie loslassen. Keine Waffe auswählen. Geht das? Nee. Ich weiß nicht, eigentlich das Schwert wollte ich jetzt nicht dafür verwenden, deshalb ist ja doch immer recht schnell kaputt. Gebe ich mir das erstmal noch auf. Hier waren wir letztes Mal durchgelaufen. Und jetzt gucke ich mal, was es so in der Richtung gibt. Da sind wir auch schon mal eine kleine Erkundungsrunde gemacht. Jetzt sind wir ein bisschen besser ausgerüstet. Was ist hier mit diesem Zeichen auf sich? Ich weiß schon mal nicht los, die Zeichen hier. Ob ich doch irgendwas machen kann. Was draus lesen kann vielleicht. Hier waren wir auch schon mal oben. Kam der ja vorbeigeflogen, aber seitdem haben wir ihn ja nicht mehr gesehen. Es ist ja auch nicht so, dass beim Spiel irgendwie Zeit voranschreitet oder sowas. Das hat man ja auch nicht so, hat nicht so gewirkt auf jeden Fall, als ob da jetzt irgendwie Zeit voranschreitet. Das glaube ich auch nicht, das ist bestimmt irgendwo anders. Irgendwo dreht es seine Runden. Wir müssen irgendwo abfangen. Ich muss das jetzt lieber noch mal ein bisschen von oben an hier alles. Hier. Das ist der Totem. Sollen wir uns folgen? Wo kommen wir da hin? Timer einzustellen. Aber ja. Ja, man verliert sich da drin in der Atmosphäre hier. Immer noch mal was Neues erkunden. Gibt ja auch echt so viel zu sehen hier. Alles immer noch ein bisschen anders aussehen. In der jeder Ecke könnte der neue große Gegner warten. Einer größer als der andere. Aber der ist noch mal eine Stufe härter. Na dann. Moin. Moin, moin. Es wird Nacht. Okay. Jetzt haben wir das ja auch gar nicht so mit dem irgendwie Tag und Nacht. Okay. Das scheint mir ja hier so wie so ein Weg auszusehen. Folgen wir einfach mal. Ah, natürlich wieder Sturm. Okay, dabei nutzt da eine kleine Abschnitt, wo es mal dunkel wurde.
Hier oben. Ach, da ist die nächste Statue. Und wir haben wieder drei. Ja. Sehr gut. Ja, machen wir mal einen kurzen Save zwischendurch. Ich weiß aber nicht, was das Spiel wirklich speichert. Was kann man denn jetzt? Da ist doch irgendwo was falsch machen. Das muss man dann wieder den Frosch verlieren. Das muss ja nicht sein, ne? Und das weht uns. Der Schnee entgegen. Ach, hier vorne ist noch so eine Statue. Das ist da auch so eine Speicherstatue. Da braucht man mehr beten können und dann speichern. Aber verändert das was? Sonst? Oder speichern wir jetzt nur? Wenn nur was Gutes, ist ja wichtig. Ach, hier ist eine Karte. Aber nur. Wieder so ein Secret Card. Keine richtige oder so, will. Ah, der Wind. Ja, will einige vereinfachen oder irgendwie so, sag mal, sich porken könnte von dem einen zum anderen Safe Point. Karte gefunden, als Karten, diese Kartenmarkierung. Da müssen wir uns auf jeden Fall erstmal wieder einen ruhigen Platz suchen und uns mal wieder aufbauen. Ne? Ein Stück Holz mit einem schönes Feuer. Pause machen. Jetzt haben wir wieder Kraft. Bären. Geht's uns wieder gut. Ja, es sieht schon wieder besser aus. Ich würde mich überlegen, wo wir die Erkundungstalente hier gucken. Auch noch, das war auch noch was. Ein bisschen Inventory. Irgendwas Neues. Ah, oh, fehlt gerade noch ein bisschen was. Okay. Weiter geht's. Und weg mit dir. Was bist du denn? Boah. Okay, eigentlich wollte ich halt keinen Boss machen, aber...
Haben wir keine Wahl gehabt. Aber wisst ihr was, Leute? Den gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und deshalb schaut beim nächsten Mal rein, dann seht ihr, was wir mit dem Boss anstellen und was schaffen. Hätte nicht gedacht, dass wir so schnell wieder auf den nächsten treffen. Und bis morgen dann.